Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mario Galaxy. In der letzten Folge haben wir, soweit ich weiß, irgendein Spinnviech besiegt. Und jetzt geht es weiter in der Galaxie. Okay, ich würde sagen, diese zwei Sterne mache ich offscreen. Weil ich würde sagen, wir haben genug von der Galaxie gesehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu dieser Galaxie. Weil das doch die nächste ist und das ist ein Testball. Okay, geht schnell. Wundersame Reise des Sternballs. Das ist die Übersicht der Map. Sieht eher aus wie so ein kleines Golfspiel, wenn ich ehrlich bin. Okay, geht klar von der Steuerung bis jetzt. Ist nur ein bisschen blöd, weil ich das Kabel dran hab. Nein, 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 nein. Sollen wir uns da versuchen? Auch wenn ich der Meinung bin, dass ich da drauf gehe, werde es versuchen. Okay, das ging gerade nochmal gut. Yes, yes, yes. Yes. Okay, dass ich an so einer riesen Fläche scheiter, war mir auch nicht bewusst. Ah! Das wurde schon wieder so knapp wie vorhin. Okay, scheiß auf die Sterne, ich fall sonst noch runter. Und jetzt sind wir durch, oder? Okay. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Und somit hätten wir jetzt den ersten Stern in diesem Part. Insgesamt der 14. Galaxie komplett. Weiter geht's mit der hier. Okay, das macht jetzt doch einen Strich durch die Rechnung, da ich eigentlich gesagt habe, immer 3 pro Part. Okay, dann machen wir es jetzt halt so. Ich werde jetzt sonst noch diese 2 Sterne hier machen. Dann haben wir 3 Sterne pro Part und dann kann ich im nächsten Part auch wieder normal weitermachen. Im Anflug auf roter Komet. Zeitangriff der Sternregenfahrt. Ja, das klingt auch schon wieder wie nach einem Zeitspiel. So, jetzt haben wir aber jeden. Und ich bin dieses Mal extra so gelaufen, dass ich wirklich extrem wenig Rückweg habe. Also ich habe die Route gewählt mit dem wenigsten Rückweg. Und das soll jetzt eigentlich auch easy reichen. Wir haben jetzt noch eine halbe Minute gehabt und ich muss auch sagen, ich war jetzt nicht sonderlich schnell. Also, wir hätten jetzt eigentlich genügend Sterne, um hier den Bosskampf zu machen. Ich würde aber sagen, wir reißen uns noch zusammen und machen das noch nicht. Auf jeden Fall habe ich ja noch gesagt, wir machen hier die Galaxie voll in diesem Part. Da haben wir 3 Sterne in dem Part und das sollte eigentlich klar gehen. Und anscheinend ist der letzte Stern hier irgendwo versteckt, aber ich weiß jetzt nicht genau wo, weil hier keine Beschreibung ist. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was ich für den Stern tun muss. Game Design! Ich glaube, es hat mit dem da zu tun, bin aber nicht sicher. 50 braucht er und ich habe 45. Okay, ich gehe mal weiter, weil ich kann hier nicht mehr zurück, glaube ich. Ich kann hier halt wirklich nicht mehr zurück. Jetzt haben wir ihn nochmal besiegt. Und das war nicht der Stern. Das war nicht die Aufgabe für den Stern, nice. Okay, wir müssen das Level jetzt nochmal machen. Weil das doch nicht die Aufgabe war für den Stern. Ich hätte mir eh denken können, aber dass man da nicht mehr zurück kann, finde ich doch ein bisschen komisch. So, also bis jetzt habe ich jeden Stern mitgenommen, den ich mitnehmen konnte. Deswegen glaube ich, dass ich jetzt hier auf dieser Insel einfach jeden einzelnen mitnehmen muss, damit es reicht. 49. Jetzt sag nicht, dass eine 49 scheitert. Nee, scheitert es nicht. Okay, die 50 kriegt man doch einfacher als gedacht, wenn man ein bisschen gründlicher ist. Also, 50 Stück haben wir. Und ich schieße die ihm jetzt rein. Und wie erwartet verwandelt er sich in eine Bonusgalaxie. Und ein Holz-Yoshi. Muss ich all die Goombas killen oder was ist mit denen? Okay, es war doch so, man musste jeden Goomba killen. Und jetzt haben wir auch den letzten Stern von dieser Galaxie und auch den letzten Stern für den Part. Und insgesamt der 16. So, und damit würde ich sagen, was ist für dieses Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten macht's gut, bis dann. Ciao! Hey.